Hallo Leute und willkommen zurück zu MKW Online. Hey, wer hätte das gedacht? Könnt ihr ja nicht im Titel lesen oder so. Ja, Fehlstart. Cool. Ich glaube, in den letzten drei Parts hatte ich zwei ganze Fehlstarts. Das darf doch nicht wahr sein. Aber kann anscheinend doch. Naja. Steffi überbiete ich damit noch nicht ganz. Oh, das war jetzt ein bisschen fies, aber egal. So. Den Stern. Ja, gib mir ruhig die Wolke. Gib mir ruhig die Wolke. Du kannst mich nicht trollen. Moment. Gib mir die Wolke. Ah, ja, ich hatte einen Stern. Das war unglaublich lustig. Habe ich 3-2-1 gerade gemacht? Ich glaube ja nicht. Ja, ich habe den Stern total unnötig verbraten. Ich wollte ihn eigentlich umfahren. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, weil ich kann einfach nicht trollen. Nein, ich kann nicht trollen. Und der ist das schon durch. Ja, danke. Okay, so viel zu der erste ist schon durch. Krieg eine Blusche rein, dann ist das... Ich wollte schon sagen, fahre ich jetzt in kein Auto mehr rein. Ja, so viel dazu. Kennt er mich auch? Nee, der kennt mich nicht. Ich kenne dich nicht, also kenne ich dich auch nicht. Also kennst du mich auch nicht. So, wollte ich das Ganze sagen. Ja, Goldpilz bringt ja auf den Turbostreifen eigentlich sowieso nicht viel, aber... Naja, ein bisschen... So, dann hole ich mir eben das Item da außen. Wenn... Danke Item, dass du mir ausweichst. Danke Item, dass du mir ausweichst. Danke Item, dass du mir ausweichst. Also die Items haben sich auch schon gegen mich verschworen hier. Das war unglaublich gut. Das war unglaublich gut, ey. Ja. Mario Kart, ne? Mario Kart einfach, sage ich da nur. So, Mark. Ja, der hat natürlich auch einen Goldpilz auf einem Platz niedriger. Ist klar. Ist klar, warum denn nicht? Ne, warum nicht? Geben wir dem einfach auch einen Goldpilz, ja. Lassen wir einfach ein Auto da rumfahren, wo ich gerade langfahren will. Ja, warum nicht? Ist doch ganz klar. Ja, gebt dem nur einen Stern, dass er auch ja nicht mehr aufholen kann. Ja, ist klar. Danke auch. Puh. Ja, brauchst nicht traurig sein. Nächstes Rennen gewinnen wir. 10 Spieler. Huh. Ja, die Strecke stand auch nur 5 von 11 Mal zur Auswahl. 3, 2, 1, los. Dann ist auch kein Wunder, dass die drankommt. So, lass mir ein Item. Danke. Ich wollte eigentlich einen Pilz, aber okay. Habe ich da gerade... Habe ich da gerade 2 mitgeownt oder haben die sich gegenseitig geownt oder... Was weiß ich. Lag. Das finde ich jetzt nicht so nett. Das finde ich jetzt so überhaupt nicht nett. Wow, das war epic. Lol, was war das denn? Hä? Ich habe einen 180 gemacht. Einfach so, weil ich kann. Und ja, irgendwie die Wolke abgenommen bekommen. Zumindest kurz. Fristig. Meine Güte, ich ziehe... Nee, jetzt ziehe ich den SC nicht nochmal. Das ist doch scheiße, ey. Wird man da mega weggerammt, ja. Alle haben es irgendwie durchgeschafft, außer ich natürlich, weil ich 2-mal weggerammt wurde. Hey. Und warum habe ich auch eigentlich die Wolke auf 2 gezogen? Kann mir das jemand erklären? Nein, kann niemand. Mann, du hättest doch eine Sekunde früher schocken können. Naja, egal, ich bin ja nicht lange klein, aber dennoch. So. Tschüss. Ah, war nur Lag. Wer hätte das gedacht? Man könnte sich so oft freuen, Gegner geownt zu haben. Und davon von 20 Mal freuen ist ungefähr einmal in Real passiert. Oh, danke Banane. Danke Banane. Durch dich habe ich ausgeweicht. Ach nee, da komme ich eh nicht vor. Ja, jetzt hat sie jemand abgeräumt. Danke auch. Oh, das wird so ein kleiner Rage-Part hier. Genau in dem Moment groß werden. Kein Item erwischen. Also die Hälfte der Fails liegt natürlich auch an mir. Aber die andere Hälfte ist auch einfach nur Pech. Ich krieg zu viel hier. Ich krieg zu viel. Ja, zu viel Goldpilz und Bullets. Denn das bedeutet natürlich, dass ich hinten bin. Und das ist gar nicht gut.
Sogar der Gast ist vor mir. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das da vorne ist ein Gast. Ja, das ist ein Gast. Der runtergefallen ist oder auch nicht. Meine Güte, ey. Leggy, leggy, leg. Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, was geht denn hier ab? Was ist denn hier los, Leute? Hört auf zu laggen und kauft euch Internet. Ja, das muss ich gerade sagen. Ich habe ja auch scheiß Internet. Jetzt kommt der Blitz. Und 3, 2, 1, ups. Nee, nicht mal. Der wird mich runterschocken, wenn ich hier jetzt drüber springen will. Nicht mal. Das läuft ja richtig. Ja, schockt mich am Item vorbei. Das ist natürlich auch gut. So, jetzt habe ich da wenigstens noch zwei Items mitgenommen und einen Stern nachgezogen. Wie geil ist das denn? Den hätte ich mal ein bisschen früher gebraucht. Ja, damit hole ich auch niemanden mehr. Perfekt. Sechster. Hui. Kann ich mir was kaufen von? Nämlich minus 68 Punkte. Ja. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Jetzt einmal noch eine gute Platzierung kommen. Einen Moment bitte. Es mag jetzt vielleicht nicht so rüberkommen, aber MKW macht mir heute irgendwie mega Spaß. Aber eigentlich hatte ich vor, auch noch ein paar NSMBU-Herausforderungen zu spielen, denn die machen mir auch mega viel Spaß, muss ich sagen. Ja, an den Items vorbeigerammt, das ist natürlich schön. Staubdruck und Ruin, auch mal ganz schick. Also ist echt eine sehr schöne Strecke, die ich auch mal eine Zeit lang TT habe, aber... Also vor kurzem so ein bisschen angetetet habe. Angetetet, wie das klingt. Voll das Wort, ey. So. Puh, heimgezahlt. Jawohl, der ist auch wirklich runtergefallen. Das war kein Lag. So viel zu nicht trollen. Aber das war ja kein Troll. Ich meine, wer hätte das nicht gemacht? Das hätte ich auch bei jedem anderen random gemacht. Okay, eigentlich nicht, aber... man hätte es auch bei anderen so machen können durch... Ja, jetzt ist er auch schon wieder vorne mit seinem Bullet. Hat er sich wieder vorgelackt. Und ich mit meinen drei Pilzen. Ey, ich bin eine Sekunde auf eins, ne? Und dann kommt die Buschel. Wow, danke, danke, Greensch. Kommt noch was? Okay, danke. Durch die Greenshell bin ich wenigstens der Bombe ausgewichen. Also das war ja schon immerhin mal etwas. Glück. Naja. Wow, was ein Glück. Ich wurde von der Greenshell getroffen. Hey. Ja, da kann man echt von Glück reden. So, komm schon. Ja. Wallstand. Den kann ich hier eh nicht. Also da muss ich gar nicht erst irgendwie drauf aus sein. So, ich habe gedacht, da bleibe ich im Offroad hängen. Bin ich dann aber letztendlich doch nicht. Danke, Fledermäuse. Ich hasse euch auch. Es läuft noch nicht so ganz. Es läuft echt noch nicht so ganz. Scheiße. Oh Mann. Ich wollte den Shroomiscat versuchen. Und dann liegt da so eine blöde Fakebox. Ich glaube, das sah voll aus, als wäre ich da absichtlich reingefahren, aber war dann leider doch nicht so. Das wäre ja schön gewesen, wenn das absichtlich gewesen wäre. Dann hätte das ja gezeigt, dass ich gar nicht so schlecht bin, sondern einfach nur so schlecht tue. Ja, aber ist leider nicht so. Meine Güte. Wow. Ey, was fahre ich für ein Bullshit zusammen? Das gibt es doch nicht. Das kann ich doch keinem anbieten. So, Gushell, ja. Die Peach ist sowieso schon durch. Oh, scheiße, Peach. Nein. Nee, 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 bitte Blue Shell. Ja, die kommt noch vorm Ziel. Oh, die noch richtig. Das ist nämlich. Ich habe kein Item bekommen, ne? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, unser Dieter. So. Ja, okay, siebter. Läuft alles nicht. Im letzten Rennen werde ich nochmal erster. Das verspreche ich euch. Ja, das verspreche ich euch. Minus 92. Da gehen die Punkte. Ja. Das erinnert mich an B-Point des letzten Part. Der hieß nämlich Punkte gehen. Beziehungsweise der ist dann schon ewig her, bis ich das hochgeladen habe. Hey. So viel zu, ich werde Erster. Ich werde Letzter. Oh Gott! Vor allem das Schlimme ist, ne? Das hier ist schon ein relativ gutes WB. Ja, und... Ja, okay, bis auf so ein paar Randoms mit Card. Aber niemand hier würde auch nur auf die Idee kommen, so eine Kackstrecke wie Blätterwald zu wählen. Was ist? Zwei Wellen Zufall. Was ist? Eins von den beiden Zufall kommt dran. Was ist? Blätterwald. Ich liebe dich auch, Spiel. Ja. Ich liebe dich auch, Spiel. Ja, da gerade habe ich es gesagt. Gerade mache ich's Maul zu. Ja, sogar Mark landet hier vor mir. Sogar der.
Aber ich bin noch nicht mal letzter. Hey, weil noch ein Cooper bestimmt runtergebumpt wurde. Genauso wie ich. Und ich überfliege einfach mal knallhart die Items, weil ich kann. Und weil es Spaß macht. Aber der Cooper will mich trotzdem noch nicht überholen. Okay, dann ziehe ich jetzt eben doch mal ein Item. Und zwar den Blitz. Nee, den Goldpilz, der mir gleich ausgeblitzt wird. 3, 2, 1. Schade. Ich kann die kann ich einfach so gar nicht voraussagen. Das ist bei mir eine schlechte Sache. Ich schaue zurzeit Luca Cooper. Also der macht auch Mario Kart Wii Let's Play. Und der sagt immer voraus, wann der Blitz kommt, und der kommt dann da wirklich auch. Und der wird so oft groß geschockt, das ist echt unglaublich. Also, wie der das hinbekommt, ich habe keine Ahnung. Na okay, ich könnte natürlich 20 Mal im Rennen sagen, hey, ich werde jetzt groß geschockt, hey, ich werde jetzt groß geschockt, hey, hey, jetzt kommt der Blitz, jetzt. Aber, okay, wann kommt der Blitz? Wie ich mein Glück kenne, wird er jetzt kommen. Schade. Ja, dann, wenn ich mal Pech haben will... Wow, lol, ich cheater. Ich cheater. Was ein geiler Shock Dodge, ey. Habt ihr das schon mal... Der war ja geil, ey. Das war so ein richtig guter... Oh, ich bin... Das wird jetzt fies. Alter. Okay, das Rennen ist doch nochmal ganz cool. Also, wenn ich jetzt noch zur Krönung Erster werde... Geil, danke, Luschel. Soll ich tatsächlich mal hier auf Blätterwald gewinnen? Das ist Jahre her, dass ich hier mal gewonnen habe. Wo ist der Erste? Wo ist der Erste? Okay, der ist noch ein Stück weit vorne. Da muss noch eine kommen. Noch eine Blue Shell. Ich weiß, das ist eine hohe Anforderung, aber... Noch eine Blue Shell. Okay. Der Erste ist durch, aber Zweiter ist auch vollkommen in Ordnung. Also für Blätterwald, ne? Für Blätterwald. Zieht euch das mal rein. Da wird der junge Blätterwald Zweiter. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ei, ei, ei. Aber das war episch. Ja, da dodgt man im Max-Pilz, wird aber nicht klein, weil man gleichzeitig noch den Stern anhat. Vor allem, ich wollte den Max hier eigentlich gar nicht einsetzen. Wenn ich nicht irgendwie durchgetriggert hätte aus Versehen, hätte ich wahrscheinlich den Max hier verloren und wäre direkt nach dem Stern geblitzt worden. Na, wobei, der Stern war ja noch an, also hätte ich so oder so gedodgt. Aber so war es dann doch noch ein bisschen stylischer, würde ich sagen. So, plus 69 nochmal, hey, danke. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Und tschüss.